Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro 4 Enter the Dragonfly. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Lautstärke achten. Wir haben schließlich gleich 2 Uhr. Ich wollte erstmal sorry sagen, dass ich die letzten Folgen so negativ war. Ich glaube, das ist die beste Weise, wie ich das sagen kann. Vielleicht kann ich auch besser leise sein, wenn ich das Mikro ein bisschen näher an mich ranhole. So. Und ich werde versuchen, ein bisschen positiver an die Sache heranzugehen, weil ich glaube, das wirkt sich wahrscheinlich auch gut auf unser Commentary. Auf mein Commentary aus. Das ist der Eisatem, liebe Leute. Wir können endlich Eis spucken. Das heißt, wir machen dann wieder das übliche Spiel. Was ist denn jetzt das Tutorial? Ich wollte gerade gucken, ob ich das, vielleicht kann ich das aber auch über den Atlas rausfinden. Ich wollte gerade gucken, da steht's doch. 51% geschafft. Wir haben jetzt 51% geschafft vom Spiel. Und wir erfahren jetzt, dass wir uns unseren Fortschritt anschauen können im Atlas. Ist das nicht ein bisschen spät? Vor allem, das wurde halt sonst in den Cutscenes so erwähnt. Hätte uns das nicht Bianca am Anfang miterzählen können? Wieso werden wir denn jetzt nach 51%, also nach der Hälfte des Spiels, wieso werden wir denn jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass das geht? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Aber ich glaube, jetzt kommen auch ein paar coolere Level. Du hast Fluffy gefangen. Ich glaube nicht, dass ich Fluffy... Wobei doch, stelle ich mir in meinem Pokémon-Team relativ praktisch vor, so einen dreiköpfigen Hund. Pokémon, weil ich habe ihn ja gefangen. Ich habe an einem fantastischen neuen Experiment gearbeitet, aber plötzlich verschwand ich aus meinem Labor. Falls du noch ein paar Libellen findest, könnte ihre Magie diesen Apparat bestimmt wieder in Gang bringen. Was die Magie der Libellen alles macht. 65, Alter. Ist schon erstaunlich, ne? Irgendwas wollte ich eben noch sagen. Barthaar heißt der Typ, okay. Ja. Wie gesagt, ich habe in Erinnerung, dass jetzt ein paar coolere Level kommen. Also vom Setting her. Das waren ja jetzt mehr so unsere Standard-Level, die letzten. Die wir in ähnlicher Form so schon hatten. Und ich glaube, es kommen auch welche, die immer noch ein paar Ideen recyceln. Aber hey, wir sind positiv. Wir regen uns nicht über jeden Scheiß auf und hacken nicht die ganze Zeit auf dem Spiel rum. Ich glaube, das hat jetzt langsam genug Hate abbekommen von mir. Das ist schon wieder eine Libelle. Ich glaube, wir haben bald hier alle einen Drachen. Du hast Maser gefangen. Maser? Ich will aber nicht. Das schon wieder. Ja, das ist das dritte Mal. Das dritte Tor. Das klar, muss man. Man sollte nicht meinen, dass ich das jetzt endlich wüsste. Sogar Spyro stimmt mir schon zu, dass das lächerlich ist, das nochmal zu erklären. Okay, welche Herausforderung ist es diesmal?
Sparks auf einmal voll leise. Ja, kennen wir ja schon. Gut, diese Libelle ist so gut wie frei. Ja, das sagt er ja immer. Wenn sogar Spyro schon... Oh, hier, wir können die Schafe vereisen. Trotzdem gibt's hinterher Rippchen? Hä? Das ergibt ja gar keinen Sinn, also... Ach, guckt mal. Kennen wir solche Typen nicht? Irgendwie? Du musst noch sehr viel mehr Libellen stehlen, bevor du auf meinen fliegenden Teppich darfst. Damit darf nicht jeder fliegen. Okay. Ja, Dieb heißt der auch. Und der meint auch von wegen, wir würden die Libellen stehlen. Sie gehören uns ja. Die Libellen sind schließlich seit jeher die Sklaven der Drachen, die uns gehören, ja. Mit denen die Drachen ihre verrückten Doktorspiele treiben und so ein Kram. So richtig kranke Fetische einfach, ne? Also, ich meine, Sparks fängt ja schließlich unseren gesamten Schaden ab, ne? Also, da muss man schon erstmal einen Schaden für haben, um das zu machen. Boah, Alter, der Nebel. Ja, okay, ich weiß gar nicht, ob man das Nebel nennen kann. Ich glaube, unter Umständen schaffen wir in dieser Folge nicht mal einen Part. Wir schaffen in dieser Folge nicht mal einen Part? Wohl eher, wir schaffen kein Level. Aber ich liebe den Versprecher jetzt schon. Weil ich habe vor, das Dojo zu Ende zu machen, damit ich das weg hab. Und da ist noch eine Libelle, nice. Du hast Sandra gefangen. Die Nummer 1 ist da. Falls ihr den verstanden habt. Die Anspielung. Oh, scheint, wir haben alle Edelsteine. Gemacht, junger Drache. Das sollte reichen, damit mein Ballon wieder funktioniert. Komm an Bord. Na, der brauchte auch Libellen. Was ist das denn für eine Bewegung gerade gewesen? Das ist immer richtig creepy. What the fuck? Okay. Ich muss sagen, mir gefällt es, wenn das Spiel einen tatsächlich... Nein. Nicht in das Level rein. Mir gefällt es tatsächlich, dass das Spiel hin und wieder auch mal diese Momente hat, wo es einen Input gibt. Und nicht die ganze Zeit nur... Boah, aber diese Leuchteffekt da. Ja, eigentlich hatte ich die ganze Zeit noch anmerken wollen, dass der Typ gerade mich an Agent 9 erinnert. Ne? So, wir schauen mal in den Ablass rein. 48. Ich glaube, es fehlt nur noch eine Libelle hier, ne? Ja. Und das ist die, die wir jetzt hier holen können. Dann haben wir es geschafft. Also dann haben wir... sehr schön. Dann haben wir das auch fertig. Dann wird das ja eine kurze Aufnahme. Das ist gut, weil es sowieso so spät ist. Und wo sind die ganzen Dinger? Wir müssen einfach Feuer ausmachen. Sind wir von Drachen ja nicht gewohnt, das zu tun, aber... ja, da wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich in diesem Gebiet, wo der Boden so aussieht. Ja, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Das wird höchstwahrscheinlich nichts mehr. Ich kann höchstens noch gucken, dass ich die restlichen finde. Alter. Sind die doch nicht hier oben? Nee. Die sind hier gar nicht. Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie hier sind, aber... Hab mich wohl geirrt. Also... Ja gut, da konnten noch welche sein. Und vielleicht müssen wir doch zu diesem... Nee, der hat nur...
Und was ich noch zu dem Typen sagen wollte, also ich stelle mir das halt echt so vor wie so ein Typ, der im Wald so kleine Kinder aufgreifen will in seinem gruseligen Bus und der dann aber sagt, nee, 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 du brauchst erst 65 Libellen, weil darf ja nicht jeder hier einfach bei mir mit. So hätte man nicht gedacht, wenn man das so hört, aber... Aber wie groß dieses Gebiet ist, das wir jetzt hier freigespielt haben, ne? Ah, fuck. Ich hätte andere Reihenfolge nehmen müssen. Ah, fuck. Ich hab's sogar noch sehen können, ey. Vor meiner Nase weggegangen. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Da müssen wir das Spiel wohl doch noch ein bisschen mehr spielen. Aber ist ja kein Problem. Wir machen ja heute eh nicht mehr so lange. Sag ich, der Part ist so zur Hälfte rum. Och, wir machen ja nicht mehr so lange. Ja, ich schätze mal Hälfte. Zeitgefühl nicht unbedingt dem Taru seine Stärke. Merkt man vielleicht. Deswegen sind die Parts auch so komisch aufgeteilt. Vielleicht ist es ja auch nur mein Zeitgefühl, dass es mir endlos lange vorkommt, hier von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Das ist nicht normal. Jetzt habe ich schon wieder die Scheißreihenfolge gemacht, aber da ich diesmal relativ fix unterwegs war, wird das, glaube ich, trotzdem noch, ja. Na, sehr schön. Guck mal, jetzt muss ich auch nicht zu dem Tor zurück, um Sparks da nochmal anzulabern, ja. Du hast Howie gefangen. Konnte der sich die Zeit aus The Big Bang Theory nehmen und mal hier zu Besuch kommen. Das ist sehr nett, weiß ich zu schätzen, ja. So, ich lasse mal Elektroatmen, den mag ich ja noch am liebsten und ich glaube, der hat auch die größte Reichweite. Ja. Und dann gehen wir. Ganz entspannt. Boah, sorry für den Gainer. Wir haben wie gesagt, kurz nach zwei jetzt schon. Okay. Wir fallen einfach mal so halb von dem Ding runter. Was? Habe ich irgendwas kaputt gemacht, als ich gesagt habe, ich will nicht überschreiben? Ich hoffe nicht, ne? Zur Not hat der Emulator Save States, aber... Wird wahrscheinlich alles noch funktionieren, nur so ein kleines... Ich merke gerade, ich bin gar nicht richtig mit dem Bild. Das war toll, wie du die Drachenmeister gerettet hast, Spyro. Ach, die sind jetzt noch gerettet, ja. Ja, natürlich sind sie das noch. Und ist hier wieder das Wasser, was wir mit unserer Kamera triggern können. Ja, es ist wieder statisch. Warum nicht? Wieso hast du eigentlich den Elektroatem? Also ich habe das Gefühl, der schaltet den automatisch aus. Oh, die kommen mir ja entgegen. Ich wollte gerade gucken, ob die Reichweite wirklich größer ist oder ob mir das nur so vorkommt. Ich meine, es kann auch sein, dass mir das nur so vorkommt oder der ist einfach nur schneller. Halt, das ist die falsche Richtung. Wir müssen ja den Level schon noch der Reihenfolge entsprechend lang gehen und ich habe das Gefühl, ich bin die ganze Zeit voll gar nicht richtig mittig im Bild. Aber wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Ha! Da ist ein Edelstein! Wir hatten hier ja ein paar übersehen. Wie lange der einfach gerade zum Sterben gebraucht hat. Und das heißt, ich muss ja auch danach die Augen offen halten. Habe ich dich gekillt? Yep. Und natürlich am besten die ganzen Gegner nochmal killen, weil könnte ja sein, dass wir einen nicht gekillt haben und die Edelsteine in dem drin sind. Klingt ein bisschen falsch mal wieder. Aber bei dem Taru klingt ja sowieso immer alles verkehrt. Ne? Also
Kamera war gerade sehr seltsam. Hm. Ist hier ein Edelstein? Ist da einer? Nö. Alles gut. Und... Ach ja, kann natürlich... Ladezeit. Kann natürlich auch sein, dass auf einer von diesen Dingern, wo die Drachen der Drachen drauf sind, dass da auch noch Edelsteine sind. Diese Möglichkeit besteht, sollte man nicht außer Acht lassen. Vor allem dann nicht, wenn man halt noch die ganzen Edelsteine braucht. Und sonst den ganzen Level nochmal ablaufen muss, um die einzusammeln. Das ist, da darf man keine Möglichkeit außer Acht lassen. Ich glaube, hier waren wir in diesen Feldern hier waren wir schon drin gewesen. Wie viel fehlen uns ja eigentlich noch? Ich glaube, 4 sind das nur. Okay, bei dem können wir das nicht machen. Er erklärt es wieder. Spyro. Ja. Aber auf ihm können wir stehen. Er ist immer noch zu hoch, ne? Nee, ich habe mich wahrscheinlich einfach noch nicht vernünftig angestellt. So. Ist das so gedacht? Dass wir währenddessen noch oben drauf stehen? Hat das vielleicht letztes Mal den Grafikfehler verursacht? Oder taucht er jetzt wieder auf, wenn ich mit ihm rede? Danke, dass du meine Kumpel RJ und du da ist er wieder. Heute auch ihren Drachen steigen. Hast du sie gesehen, Spyro? Ja, also in dem Moment, wo wir mit ihm reden, verursacht das diesen Grafikfehler. Das ist sehr seltsam. Ja. Wie die in der Kamera rumhüpfen, ne? Ich weiß, ich verdrehe sehr oft die Augen. Und wende angewidert meinen Blick ab. Wann immer ich so richtig nervig gegen eine Wand knalle, weil ohne Scheiß. Das Abprallen von Wänden, ne? Das war ja, ist ja bei Spyro halt etwas, das öfter passiert. Aber in diesem Teil ist das so richtig langsam und das merkt man halt. Also es ist ja nicht die einzige Sache, die in diesem Spiel sehr langsam ist, aber ich finde, das merkt man hier auf eine relativ negative Art und Weise. So, Geldsack müssen wir diesmal nicht finanzieren. Was war denn das gerade? Kann ich das nochmal? Ne? Ne? Gleich mache ich hier irgendeinen verrückten Glitch. So ein Speedrun-Glitch oder so. Das will ich gar nicht. Ich will eigentlich nur einen witzigen Glitch, der lustig aussieht. Naja. Du willst jetzt nicht nochmal mit... Danke, Spyro. Diese Edelsteine sind Musik in meinen Ohren und werden mich bei meinen Gedichten inspirieren. Weißt du, Spyro, mit etwas Motivation kann sogar ich zaubern. Mhm. Lass mich raten, dein Zaubertrick ist, du kannst ganz viele Edelsteine plötzlich verschwinden lassen. Ne? Wäre so meine Vermutung, was ein Zaubertrick ist, So, jetzt müssen wir da hinten nochmal hin. Ich glaube aber, da habe ich alle Edelsteine eingesammelt. Ist nur noch... Diese Dinger hier, ne? Die respawnen immer. Also zum Leben farmen, ne? Das ist ja nicht verkehrt. Aber sterben tun wir hier ja sowieso so gut wie nie. Ja, so ist das gedacht. Die sind wohl nicht auf die Idee gekommen, dass man bei dem einen versehentlich hingleiten könnte und dann, ist das dadurch verglitscht, dass wir das nicht mit diesem Eisatem gemacht haben.
Wäre jetzt zumindest meine Vermutung. Also, weil das war ja, glaube ich, erst mit der Schnur erst später gewesen, ne? Also, wo wir nicht mehr oben drauf standen. Achso, ja. Deshalb, da liegt einfach mal noch einer. Also, um Zweier. Sehr schön, dann fehlen uns noch zwei. Ja, wir kommen voran. Immerhin. Und am Ende dieses Parts haben wir alle Level, die wir bislang unvollständig hatten, abgeschlossen. Das heißt, wir mussten quasi nur einen Backtrack-Part machen. Sonst ist Backtracking hier komplett nicht vonnöten. Ist ja eigentlich ganz nice, ne? Halt, da unten waren wir auch schon. Langsam gehen mir aber die Orte aus, an denen ich Edelsteine vermute. Weil wir waren ja jetzt da oben drauf. Hm. Hast du noch? Nope. Hast du noch? Haben du Edelsteine dabei? Schaut nicht so aus. Dann bin ich in der Tat ein wenig überfragt, wo der letzte Edelstein sein soll. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Zweier Edelstein ist. Da, das ist jetzt schon wieder passiert. Die haben sich das sicherlich nicht so gedacht. Die haben gedacht, man friert den ein. Diesmal ist er halt jetzt schon verbuggt. Ich habe noch nicht mal mit ihm gesprochen. Das ist... Nein, das stimmt so nicht. Ich habe mit dem einen Drachen gar nicht gesprochen, ne? Ja, kriege ich jetzt auch eine Libelle? Ohne Libelle. Oh, lass mich raten. Das wurde nicht getriggert, weil ich mit dem anderen Drachen nicht gesprochen habe. Und deswegen darf ich jetzt den gar... Wo kommt der denn jetzt her? Habe ich dann einen Gegner gekillt und nicht eingesammelt? Okay. Ja, ich will mich nicht beschweren. Muss ich nicht nochmal das ganze Level absuchen. Da hat es mir ja ein bisschen vorgegraut. Oh, jetzt muss ich nur noch da hinten hinlaufen. Und ja... Sehr schön, dann haben wir das Backtracking abgeschlossen. Was hier ja zum Glück relativ wenig ist. Also. Nicht, dass. Ich finde Backtracking ja nicht mal so schlimm. Es gibt ja Leute, die haben da ein richtiges Problem mit. Aber. Brrr, ganz schön kalt. Aber du hast meinen Drachen gerettet. Dankeschön. Sieh mal, Spyro, was da aus dem Baum kam, als du meinen Drachen runtergeholt hast. Eine Babylibelle. Hey, sie ist weggeflogen. Du hast Mondlicht gefangen. Als ich den Drachen runtergeholt habe. Das ist... Wortwahl glatte 1. Ehrlich. So, wir verpissen uns jetzt mal aus dem Level hier, weil wir haben hier ja nichts mehr zu schaffen, ne? Und als ob ich jetzt den ganzen Scheißweg nochmal zurücklaufe. Schon wieder automatisches Speichern. Ich glaube, ich habe da irgendwas kaputt gemacht. Ich wasche meine Drachenpfoten in Unschuld und würde mal sagen, an dieser Stelle entscheide ich tatsächlich mal offscreen, ohne den Part zu strecken, welches Level wir als nächstes machen. Oder ich entscheide das spontan. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zurück zu Let's Play Spyro Enter the Dragonfly. Bis dann. Ciao. Kurzer Nachtrag.
Moment. So muss ich perspektivisch gucken. Kurzer Nachtrag. Ich habe scheinbar wirklich irgendwas kaputt gemacht. Habe ich es jetzt repariert? Ja. Okay. Habe ich mich gerade umsonst gesorgt.